Bereits am 10. September 2016 hielt der syrische UN-Botschafter Bashar al-Jafari auf einer Konferenz des Schiller-Instituts in New York eine bezeichnende Rede, die Aufschluss über das vergangene und zukünftige Verhalten der Vereinten Nationen im Syrien-Konflikt gibt. Denn gegen Ende seiner Rede sagt er wörtlich: Ich versuche, als Botschafter meines Landes mein Bestes zu geben, um diese Informationen den Medien mitzuteilen, die bei den Vereinten Nationen akkreditiert sind. Aber wissen Sie was? Jedes Mal, wenn ich in den Räumen neben dem Sicherheitsrat das Wort ergreife, wo gewöhnlich zwischen 50 und 100 Reporter aus der ganzen Welt stehen, die als Journalisten und Reporter bei der UNO akkreditiert sind, sobald ich anfange zu reden, verschwinden 50 davon sofort. Denn sie wollen nicht zuhören und sie wollen nicht darüber berichten. Das Entscheidende für sie ist, wenn sie zuhören würden, dann wären sie mehr oder weniger verpflichtet zu berichten. Deshalb ist die beste Methode, die Berichterstattung zu vermeiden, es zu boykottieren und gar nicht da zu sein. Doch um welche Informationen geht es, die der syrische UN-Botschafter Bashar al-Jafari der Welt mitteilen möchte? Hierzu im Folgenden ein wichtiger Teilaspekt seiner Rede. Zunächst erinnern wir uns. Der syrischen Regierung wird vorgeworfen, die eigene Bevölkerung brutal zu behandeln, zum Beispiel durch einen Giftgaseinsatz im März 2013 in Khan al-Asal. Einige westliche Politiker sprechen sich dafür aus, Assad wegen Menschenrechtsverletzungen zu verklagen und zu stürzen. Den Vorwürfen des Westens wird aber von verschiedenen Seiten klar widersprochen, wie Klagemauer TV in verschiedenen Versendungen berichtete. Nun zu dem, was Bashar al-Jafari der Welt mitteilen möchte. Syrien habe aus eigenem Interesse um eine Aufklärung des Giftgaseinsatzes durch die Vereinten Nationen gebeten. Es habe jedoch 4 Monate gedauert, bis endlich Abgesandte gekommen seien, so dass sich das ursprüngliche Giftgas, das nebst der Zivilbevölkerung vor allem auch Soldaten der eigenen Regierungsarmee getroffen habe, längst verflüchtigt hatte. Doch dann, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als die UN-Untersuchungskommission in Syrien eingetroffen war, wurde ein erneuter Giftgaseinsatz gemeldet. Umgehend wurde dafür abermals die syrische Regierung von den westlichen Medien angeprangert. Merkwürdig an diesen Vorgängen ist aber, dass es für die syrische Regierung strategisch total ungünstig und äußerst unklug gewesen wäre, wenn sie einen vermeintlich abermaligen und völkerrechtswidrigen Giftgaseinsatz genau am angekündigten Tag des Eintreffens der UN-Untersuchungskommission, also quasi bewusst vor deren Augen, verübte. Jafaris Rede macht deutlich, dass von Seiten der UN offensichtlich mangelndes Aufklärungsinteresse besteht. Im Gegenteil scheint es, dass Falschmeldungen von Seiten der UN bei der westlichen Bevölkerung den Eindruck erwecken sollen, mit der angestrebten Beseitigung Assads auf der Seite des Rechts zu stehen. Jafari beschließt seine Ausführungen wörtlich: Ich sage das, weil viel zu viele Leute, zu viele Botschafter bei den Vereinten Nationen zu mir kommen und sagen: Wissen Sie, Bashar, Sie haben recht. Ihre Regierung hat recht. Wir kennen die Wahrheit. Aber wir dürfen sie nicht sagen. Sie können es. Gott segne Sie. Aber wir dürfen sie nicht sagen. Aus diesem Grund hören Sie nun unzensiert als Gegenstimme die ganze Rede des syrischen UN-Botschafters Bashar al-Jafari, die er am 10. September 2016 im Schiller-Institut in New York hielt. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen vielmals dafür, dass Sie an diesem Samstag, einem heißen, feuchten Samstag, hierher gekommen sind, um uns zuzuhören. Ich weiß, dass die Politik für die Zuhörer manchmal langweilig sein kann. Aber das Thema ist sehr wichtig. Es geht nicht nur um Syrien, es geht um uns alle. Es geht um die Vereinigten Staaten, um Syrien, den Irak, den gesamten Nahen Osten, um die ganze Welt. Wir werden versuchen, das zu vertiefen, indem wir etwas zu dem hinzufügen, was unser verehrter Kollege, Senator Richard Black, gerade dargelegt hat. And to what Mr. Ramsey Clark, also my distinguished friend, said before
Die Geschichte zeigt uns, dass Lügen nicht ewig wären. Sie können nicht ewig sein. Wir wissen heutzutage mit Gewissheit, dass viele tragische Episoden der Geschichte von Lügen ausgingen. Das heißt, sie waren unbegründet und entbehrten jeglicher Grundlage. Ich könnte Ihnen hunderte von Beispielen dafür anführen, die sich alle von den UN ableiten, den Vereinten Nationen, bei denen ich mein Land vertrete. Tatsächlich haben wir viel mehr Informationen, als wir hier mit Ihnen teilen können. Wir könnten Stunden, wenn nicht tagelang darüber sprechen, was auf der Welt im Allgemeinen und speziell in Syrien geschieht. Und Sie wären überrascht, weil Sie nichts von dem, was ich Ihnen mitteile, je zuvor gehört haben. Es ist mir eine große Ehre, dass ich diese Gelegenheit erhalte, zu dem erlesenen Publikum in der St. Bartholomew-Kirche in Manhattan zu sprechen. Ich übermittle Ihnen meine aufrichtigen Grüße und besten Wünsche und ich danke dem Schiller-Institut und Ihnen allen dafür, dass Sie mir und meinen Kollegen diese große Ehre erweisen. Wenn wir uns heute alle versammeln, gedenken wir der Tragödie des 11. September. Es war einer der traurigsten und schmerzlichsten Tage in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Es war auch eine harte und schwer zu akzeptierende Lehre für alle Länder und Regierungen, dass der Terrorismus vor keiner Grenze und keinem Menschen Halt macht und deshalb niemals gerechtfertigt, geschützt oder vertuscht werden sollte. Ich sage dies, weil Senator Black einige Hinweise auf die saudischen Verbindungen zu den Ereignissen des 11. September gegeben hat, und ich werde das Thema später noch ein wenig weiter ausführen. Fünfzehn der 19 an den Angriffen des 11. September beteiligten Terroristen waren Saudis. Es waren keine Syrer dabei, keine Iraker, keine Algerier. Es waren Saudis. Diese Saudis sind von dem geprägt, was man gewöhnlich Wahhabismus nennt, was sich vom Namen des Gründers dieser Denkschule, Muhammad Abdul Wahhab, ableitet. Der Wahhabismus stammt von Abdul Wahhab, der plötzlich in der Hidschas auftaucht, dem alten Namen Saudi-Arabiens, der übrigens eine Fälschung ist. Saudi-Arabien ist ein falscher Name für das Land, denn mit Saudi ist Al-Saud, das Haus Saud, gemeint. Es ist also so, als würden sie ihr Land umbenennen in die Vereinigten Staaten von Obama. Saudi means Al-Saud, the family of Saud. So as if you are changing the name of your own country to become the United States of Obama. So they stole. So hat diese Familie den Namen des Landes gestohlen und dieses Land so umgestaltet, wie es ihren radikalen Zielen entsprach. Das geschah gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Das Komische daran ist, dass diese Denkschule damals vom britischen Geheimdienst ermöglicht, aufgebaut und gefördert wurde. Es war also der britische Geheimdienst, der diese radikale Bewegung innerhalb des Islam möglich machte. Natürlich in voller Absicht. Sie wissen, wie die Briten sind. Bei ihnen gibt es nichts geschenkt.
On purpose, of course, you know the British how they act. Nothing is for free. Schon bald, 1815, griff dieser verrückte Kerl nach Damaskus und nach Karbala im Irak. In Karbala griff er die Schreine der schiitischen Muslime an und in Damaskus versuchte er, die Stadt zu erobern. Aber die Syrer hielten ihn auf und besiegten ihn an den Mauern von Damaskus. Daraufhin zog er sich zurück und ging wieder dahin, von wo er gekommen war. Ich schildere Ihnen diesen Hintergrund, um Ihnen zu zeigen, dass diese verrückte Bewegung nichts Neues ist. Es gibt sie schon seit Jahrhunderten, zum Teil beschützt von den Briten, dann von den Amerikanern. Sie tun das nicht, weil sie ihnen gefällt, sondern weil deren Wahnsinn in ihre außenpolitischen Pläne passt. It is not because they like them, but it is because their craziness fits to their agenda. Islam is not. Beim Islam geht es nicht um Saudi-Arabien. In der größten Moschee in Damaskus, sie heißt Umayyaden-Moschee, befindet sich in der Mitte, im Herzen der Moschee, der größten und wichtigsten in Syrien, der Schrein Johannes des Täufers. Das Grab Johannes des Täufers ist mitten in der Moschee, wo sowohl Muslime als auch Christen das Grab besuchen und ihre Gebete sprechen. Senator Black hat Ihnen über den Mufti von Syrien berichtet, diesen wundervollen Menschen. Können Sie es glauben, dass sein wichtigster politischer Berater ein Christ ist? Der politische Berater des Mufti ist ein Christ. Das gibt es nur in Syrien. Deshalb sind wir äußerst stolz auf unseren Säkularismus. Wir sind stolz darauf, wer wir sind, seien wir Muslime oder Christen. Aber wir sind nicht bereit, so verrückt zu werden wie die Saudis. Und wir teilen in keiner Weise ihr Religionsverständnis. Übrigens haben IS und all die anderen fanatischen Gruppen, die in Syrien und im Irak agieren, die Knaben, Frauen und Mädchen die Köpfe abschneiden, diese Methode der Enthauptung mit dem Schwert von den Wahhabiten geerbt. Heute noch, meine Damen und Herren, werden in Saudi-Arabien nach dem Freitagsgebet Menschen auf öffentlichen Plätzen enthauptet. Heute noch. Das ist nicht nur IS. In Saudi-Arabien selbst enthaupten sie jeden Freitag nach dem Gebet Menschen öffentlich mit dem Schwert. Das ist also nichts Neues, das ist nicht IS. IS sind keine Neulinge. IS existiert seit Jahrhunderten, verkörpert durch die Saudis. Und deshalb schützt man sie und verteidigt sie und schickt ihnen Geld und Waffen. Die meisten von uns hatten nach dem 11. September, diesem schwarzen Tag, gedacht, es werde eine einheitliche Haltung gegen den Terrorismus geben. Wir waren damals alle optimistisch, Sie erinnern sich, dass wir endlich gemeinsam den Terrorismus bekämpfen würden und dass alle Nationen gemeinsam gegen die Terroristen und ihre Unterstützer, ihre Geldgeber und ihre geistigen Anführer kämpfen würden. Leider folgte als nächstes die Invasion des Irak. Aber wenn die Saudis die Zwillingstürme in New York angreifen, warum sollte man dann gegen den Irak vorgehen? Wenn der wesentliche Grund die Rache für die Ereignisse des 11. September war, und wir alle wissen und wussten schon damals, dass es ein saudisches Komplott war, warum dann den Irak angreifen? What happened in 9/11
And we all know and we all knew at that time that it was a Saudi conspiracy. Then why attacking Iraq? Der Irak ist ein weltliches Land, wie Syrien. Syrien, Irak und Algerien sind die einzigen drei weltlichen Regierungen in der arabischen Welt. Der Irak ist jetzt weg vom Fenster. Der Irak ist zum Tummelplatz des internationalen Terrorismus geworden, nachdem George Bush die Freiheit dorthin brachte. Algerien kennen Sie. Algerien hatte seine Prüfung schon vor uns, Anfang der 90er Jahre. Sie schickten ihnen einen frühen arabischen Frühling, aber er wurde besiegt, Gott sei Dank. Nun bleibt nur noch Syrien. Es gibt nur noch Syrien und seit kurzem Ägypten, seit Mursi, der zur gleichen Familie der radikalen Bewegung im Islam gehört, verjagt wurde. Es geht nicht um den Islam, sondern um radikale Bewegungen, die vorgeben, behaupten und den Anschein erwecken, sie stünden für den Islam. Aber das tun sie nicht. It's not about Islam, it is about radical movements, pretending, claiming, alleging that they are representing Islam, but they are not. Der Islam ist leichte Beute und ein gutes Geschäft für Manipulation geworden. Eine sehr leichte Beute für Manipulation. Jedermann zieht billig seinen Vorteil aus dem Islam und wir werden versuchen zu erklären, warum. Es geht nicht um Politik. Sie haben genug von der Politik. Ich habe auch genug von der Politik. Es geht um geopolitische Dimensionen, Rivalitäten, Konkurrenz, Vorherrschaft. Wie gesagt, als nächstes kam leider die Invasion des Irak unter dem gleichen Vorwand der Bekämpfung des Terrorismus. Das war das Komische an der ganzen Geschichte. Als George Bush im Irak einmarschierte, sagte er, er tue das im Kampf gegen den Terrorismus. Und um die angeblichen, tatsächlich nicht vorhandenen Massenvernichtungswaffen zu vernichten. Noch eine Lüge. Sie wissen das. Ich möchte Ihnen diese Geschichte erzählen. Ich bin selbst Augenzeuge gewesen. Ich arbeite bei der UNO und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich bin da gewesen. Das ist eine Geschichte, die Sie in den etablierten Medien nie gehört haben, wie schon Senator Black sagte. Nach der Irak-Invasion entsandten die Vereinten Nationen damals auf Drängen von Tony Blair und George Bush eine sogenannte Untersuchungskommission namens UNSCOM unter der Leitung eines Schweden, Hans Blix, einem Wissenschaftler, der im Irak die Massenvernichtungswaffen finden sollte. Der Zweck bestand darin, der internationalen Gemeinschaft zu zeigen, dass die Irak-Invasion reale Gründe hatte. Es musste Massenvernichtungswaffen im Irak geben und wir müssen sie finden und der internationalen Gemeinschaft vorführen. Deshalb bildete man diese Untersuchungskommission und schickte sie in den Irak. Wenn ich sage Kommission, dann sind damit Hunderte von Leuten gemeint, die alle von der irakischen Regierung bezahlt wurden, aus den irakischen Guthaben, die die Vereinten Nationen eingefroren hatten. Die Aktivitäten dieser Kommission kosteten mehrere Milliarden Dollar auf Kosten des irakischen Volkes. Die Kommission verbrauchte dieses Geld von 2003 oder sogar schon noch früher bis 2008. 2008 standen sie kurz davor, die Sache abzuschließen, weil die Lüge einfach so groß wurde, dass sie nicht mehr zu schlucken war. Also versammelte man sich im Sicherheitsrat und ersuchte die Kommission, ihren Abschlussbericht vorzulegen. Und der Witz bei dieser Sache ist, dass in diesem Abschlussbericht nicht der kleinste Hinweis darauf ist, dass der Irak irgendwelche Massenvernichtungswaffen hatte.
Aber das durfte die Kommission nicht sagen. Tut uns leid, Gentlemen Sicherheitsratsmitglieder, wir haben im Irak nichts gefunden. Das würde der Propaganda zuwiderlaufen, die George Bush und Tony Blair zu der Zeit in den Mainstream-Medien verbreiteten. Alle im Sicherheitsrat standen unter Druck. Sie mussten die Sache abschließen. Es wurde zu teuer und es war an der Zeit, die ganze Sache zu beenden. Was sollte man tun? And Iraq has become another Iraq. And it is time to put an end to all this story. What to do? They gathered. Es gab ein Sicherheitsratstreffen um Mitternacht. Um Mitternacht. Niemand war da, außer den 15 Mitgliedern des Sicherheitsrats. Nach wenigen Minuten beendete der Präsident das Treffen und sagte: Wir unterstützen den Bericht der Kommission. Sonst nichts. Es wurde nicht gesagt, ob sie etwas gefunden hatten oder nicht. Das Thema wurde begraben. Aber was sollte man mit den Archiven der Kommission machen? Diese Archive sind ein großer Skandal. Der Rat entschied, hören Sie gut zu, meine Damen und Herren, sämtliche Archive in feuersicheren Eisenbehältern aufzubewahren, mit einem Schloss, das mit einem digitalen Code gesichert ist, und nur der UN-Generalsekretär kennt den Code. Das ist das Erste. Digital locks that only the Secretary General know the code. Number one. Number two. Das Zweite ist, diese verschlossenen Behälter werden erst in 60 Jahren geöffnet. I'm sure you haven't heard about this story. Ich bin sicher, dass Sie diese Geschichte noch nie gehört haben. Niemand wird Ihnen das erzählen. Aber so ist es gewesen. Auf diese Weise wurde die Untersuchung über die Gründe für die Irak-Invasion begraben. Und keiner von uns in diesem Saal kann 60 Jahre warten, um diese große Lüge aufzudecken, die es damals gab. Es wird zu spät sein, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Es wird dann keinen George Bush und keinen Tony Blair mehr geben. To bring the responsible accountable to justice. There will be no George Bush, there will be no Tony Blair. There will be Bleiben werden 3 Millionen getötete Iraker, 1 Million irakische Witwen, Millionen elternlose Iraker, Millionen irakische Flüchtlinge in aller Welt. Und ganz Irak ist zerstört. And the whole Iraq is destroyed. Plus Dazu sind mehrere 100 Milliarden Dollar an irakischen Guthaben im Ausland weg. Sie haben sich in Luft aufgelöst. Genauso wie die 800 Millionen Dollar in Libyen. Niemand weiß, wo das Geld geblieben ist. Und das ist nur Libyen. Das Resultat der Irak-Invasion war, wie gesagt, Millionen tote Zivilisten, eine zerstörte Infrastruktur und ein gescheiterter Staat. Und noch wichtiger, der Irak verwandelte sich in ein Drehkreuz des internationalen Dschihad-Terrorismus. Ich sage das, weil alle sogenannten IS-Leute in den amerikanischen Gefängnissen im Irak herangezüchtet wurden. Alle. Sie wurden von den amerikanischen Soldaten im Irak bewacht. Die kannten sie also. Sie wussten, wie gefährlich sie waren. Und sie haben nichts dagegen getan. Warum? Weil Herr Bremer, der Chef der US-Besatzungsverwaltung, darauf bestand, den Irak entlang von Konfessionen, Religionen bzw. Glaubensrichtungen zu trennen. Die Iraker lebten seit Jahrtausenden, Seite an Seite, bis Herr Bremer kam und befand, dass sie nicht so weiterleben sollten. Man musste das Land teilen. Einen Teil gibt man den Sunniten, einen anderen den Schiiten,
noch einen den Kurden, wieder einen anderen den Assyrern und so weiter und so weiter. Läuft das nicht darauf hinaus, den Irakern das Gefühl zu geben, sie seien übertölpelt und dumm gewesen, als sie jahrtausende lang zusammenlebten, bevor Bremer kam? Heute, nach 6 Jahren, leidet mein Land, Syrien, immer noch unter dem brutalsten terroristischen Krieg in der neueren Menschheitsgeschichte. Dieser beispiellose, barbarische Krieg spiegelt die bittere Tatsache wider, dass der Terrorismus immer noch gefördert wird, mit sicheren Zufluchtsorten, Geldmitteln, durch Unterstützung einiger bekannter Regierungen und der Zunahme terroristischer Ideologien und Unterschlupfe in aller Welt. Warum sage ich das? Weil es nicht so einfach für einen Terroristen wäre, zum Beispiel ein Flugzeug von Sydney in Australien zu nehmen, 3-mal umzusteigen, 5 Visa zu bekommen, für Thailand, Indonesien, Kambodscha, was auch immer, um dann am Flughafen von Istanbul in der Türkei anzukommen. Dort wird er von einer Personengruppe empfangen und dann zur türkisch-syrischen Grenze begleitet. Dann gibt ihm jemand Waffen und Geld und ermöglicht ihm die Einreise nach Syrien. Das war kein Tourist. Das war ein bekannter Terrorist, über den die australischen Behörden Bescheid wussten, bevor er das Land verließ. This is not a tourist. This is a terrorist known in advance by the Australian intelligence services before he left. Leider gibt es im Westen Leute und Regierungen, die auf diese Strategie setzen. Wir haben allerlei Gelump in unserer Gesellschaft. Lasst es uns nach Syrien exportieren. Wir können diesen menschlichen Müll loswerden, indem wir ihn nach Syrien und Irak schicken, wo sie Syrer töten werden und wahrscheinlich auch selbst von den Syrern getötet werden. Aber am Ende werden wir sie los sein. Die sind nur eine Last für unsere Gesellschaft. Das Problem fing an, als diese Terroristen nicht nur Syrer und Iraker töteten, sondern einige von ihnen es sich anders überlegten und zurück wollten nach Australien, Belgien, Paris, London, Deutschland, den USA, Kanada. Und das war ein großes Problem, denn das war nun ein ganz anderes Szenario. Das Gelump sollte nicht wiederkommen, war zuerst die Überlegung gewesen. Aber einige kamen wieder und die westliche Demokratie kann sie nicht daran hindern. Was war also die Lösung? Die Lösung ist, so entschieden der britische und australische Premierminister, der belgische Ministerpräsident und der französische Präsident, diesen Leuten die Staatsbürgerschaft wegzunehmen, wenn sie es wagen sollten, zurückzukommen. Was heißt das? Es heißt, Leute, macht weiter. Tötet Syrer so lange, bis ihr alle getötet habt. Aber denkt nicht im Traum daran, zurückzukommen. Und das ist nun die Lage in Syrien. Dieses Gelump kann nicht dorthin zurück, wo es herkam, weil es sein Recht auf Staatsbürgerschaft verloren hat. Bedenken Sie, dass diese Regierungschefs, die ich aufgezählt habe, nicht etwa erklärten, dass diese Terroristen, wenn sie zurückkommen, vor Gericht gestellt würden. Das haben sie nicht gesagt. Sie sagten nicht, wir werden sie zur Rechenschaft ziehen. Sie sagten nicht, sie müssen sich für ihre Taten verantworten. Sie sagten also nicht, dass diese Leute Terroristen sind. Sie sagten, wenn ihr zurückkommt, nehmen wir euch die Staatsbürgerschaft weg. Das heißt auf gut Deutsch, du bist ein guter Terrorist. Solange du weiter nur Syrer tötest, bist du ein guter Terrorist. Aber wenn du daran denkst, zurückzukommen nach Paris, Brüssel, Sydney, was immer, dann wirst du ein böser Terrorist sein. Als ich gestern Ihre Einladung zu dieser wundervollen Veranstaltung las, hielt ich bei vielen edlen Gedanken inne, besonders die über eine bessere Zukunft für unsere Nationen, ohne Kriege und Konflikte, und ganz besonders die Worte Friedrich Schillers, dem Ideengeber des Schiller-Instituts. Ich zitiere ihn:
Zu was Besserem sind wir geboren. Leider ist das, was in meinem Land Syrien heute geschieht, das genaue Gegenteil dieser großen menschlichen Prinzipien. Die Menschen in Syrien leiden noch in diesem Augenblick unter Terrorismus, der von Regimes wohlbekannter Länder unterstützt wird, wie Katar, Türkei, Frankreich und der Wahhabitenfamilie Saudi-Arabiens. Ich brauche Sie hier ja nicht an die wesentliche Rolle des saudischen Königshauses bei der Unterstützung und Finanzierung der Terroristen zu erinnern, die das barbarische Verbrechen des 11. September begingen, worüber ich eingangs sprach. Dabei vergesse man nicht die gefährliche Rolle ihrer Steinzeitgeistlichen, die immer noch Terroristen in aller Welt Dschihad-Ideen und Hass auf andere Religionen und Ethnien einflößen. Noch eine Geschichte. Entschuldigung, ich bin ein Geschichtenerzähler. Ich war Botschafter meines Landes in Indonesien, dem größten muslimischen Land der Welt. 235 Millionen Muslime in einem Land. Aber dieses Land besteht aus 17.000 Inseln. Deshalb spricht man vom malaiischen Archipel. Es ist keine Insel, sondern ein Archipel, eine riesige Zahl von Inseln. Die Geschichte geht wie folgt. Ich habe sie Senator Black schon während eines unserer Treffen erzählt. Bei meiner Ankunft in Jakarta war ich überrascht, dass jeden Freitag nach dem Gebet sich tausende Mädchen und junge Frauen vor der saudischen Botschaft in Jakarta versammelten. Ich fragte den saudischen Botschafter: Was geht da vor sich, Herr Botschafter? Warum versammeln sich alle diese Menschen vor Ihrer Botschaft? Er antwortete: Wissen Sie, Herr Botschafter, diese Menschen bereiten mir tatsächlich jeden Freitag Kopfschmerzen. Da versammeln sich alle diese schwangeren Frauen und rufen Slogans und fordern in ihrer lokalen Sprache ihre Rechte. Zunächst wusste ich nicht, was er meinte. Tatsächlich waren alle diese Frauen Opfer in der folgenden Weise. Es gibt saudische Geschäftsleute und Geistliche, die für kurze Zeit für Geschäfte nach Indonesien kommen. Sie bleiben vielleicht 20 Tage, maximal einen Monat. Und weil sie so hochreligiös sind, brauchen sie unbedingt Sex mit Frauen. Wie können sie das anstellen? Sie gehen in die kleinen indonesischen Dörfer, wo die Menschen sehr arm sind. Sehr arme, aber ehrliche Leute. Und sie heiraten Mädchen, die erst 12 oder 13 Jahre alt sind, und das Brautgeld sind nur $100. Also geben sie dem Vater $100 und der Vater gibt ihnen das Mädchen, in dem Glauben, es sei etwas besonders Ehrenvolles, seine Tochter mit jemandem aus dem heiligen Land des Islam zu verheiraten. Der Kerl benutzt das Mädchen 2-3 Wochen lang und vor der Rückfahrt lässt er sich wieder scheiden, weil er keinen Nutzen mehr von ihr hat. The guy takes the girl for 20 days, 2 weeks, 3 weeks, whatever. And then he divorces her before leaving because he doesn't need her anymore. The girl finds herself. Das Mädchen stellt dann fest, dass es schwanger ist. Nach 9 Monaten bringt sie ein Kind zur Welt. Aber das Kind hat keinen Vater. Es gibt keine Papiere, keine Identität. Sie kann das Kind nicht melden. Jedes Jahr kommen tausende junge Indonesierinnen in diese Lage. Ich sprach mit dem Botschafter. Sie sollten etwas tun. Das schadet ihrem Image. Er antwortete mir: Wissen Sie, Bashar, ich habe an meiner Botschaft einen sogenannten Religionsattaché, einen Mann, der für religiöse Angelegenheiten zuständig ist, vergleichbar mit dem Wirtschaftsattaché, Kulturattaché, Militärattaché. Dort haben sie auch einen Religionsattaché.
Und dieser Religionsattaché hat mehr Macht als ich. Das sagte er wörtlich. Ich kann nichts machen. Ich bin der Botschafter. Aber ich kann nichts gegen diesen Aderlass tun. Das war 1999. Zu dieser Zeit gab das saudische Regime $3 Milliarden aus, um in Indonesien wahhabitische Imame auszubilden. $3 Milliarden jährlich, um in den kleinen Dörfern indonesische wahhabitische Imame auszubilden. Das ist der Grund, warum es heute leider in Südwestasien genauso ISIS gibt wie im Nahen Osten. Sie haben es dort genauso. Sie verübten den Anschlag von Bali, Sie erinnern sich vielleicht, und die Anschlagsserie auf die 5-Sterne-Hotels in Jakarta. Das sind die Saudis. Ich selbst bin Muslim und ich bin stolz, Muslim zu sein, aber mit diesem Dreck verbindet mich rein gar nichts. Wir setzen einige Hoffnungen in das Gesetz, das gestern im Repräsentantenhaus beschlossen wurde und vorher schon im Senat beschlossen wurde, dass es den Angehörigen der Opfer des 11. September erlaubt, das Königshaus zu verklagen. Saudisches Königshaus, wie in Saudi-Arabien. Vor amerikanischen Gerichten. Sie kennen dieses Königshaus und wissen, was es in den Hotels in Kalifornien und New York anstellt. Wir hoffen, dass das ein Kurswechsel in der amerikanischen Außenpolitik sein wird, in Bezug auf den Kampf gegen den internationalen Terrorismus und die Rechenschaft der Verantwortlichen. Darüber hinaus geht dieser Terrorkrieg gegen Syrien mit einer Politik westlicher Staaten einher, allen voran der US-Regierung und Britannien, die ständig das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen verletzen, indem sie den Souverän des Landes missachten und gegen den Willen und die Interessen des syrischen Volkes handeln. Senator Black hat dieses Thema zur Genüge dargelegt. Ich möchte nur noch Folgendes hinzufügen. Seit Beginn der syrischen Krise 2011 hat der Sicherheitsrat 16 Resolutionen zu Syrien unterstützt und angenommen. Alle diese Resolutionen beginnen im ersten Absatz der Präambel mit diesem Satz. Der Sicherheitsrat bekräftigt erneut die syrische Souveränität, die territoriale Einheit Syriens, die politische Unabhängigkeit Syriens, das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten Syriens. The principle of non-interfering into the domestic affairs of Syria. All these beautiful Tom and Jerry expressions. Alle diese wunderschön klingenden Worte stehen im ersten Absatz jeder einzelnen Resolution. Und wer verletzt diese heiligen Prinzipien? Dieselben, die für die Resolution stimmen. Dieselben einflussreichen Leute im Sicherheitsrat sind diejenigen, die diese schönen Formulierungen mit Füßen treten. Noch eine Geschichte. Ich erzähle in meinen Treffen immer Geschichten. Einmal in Genf, als ich bei den innersyrischen Gesprächen mit dem Sondergesandten de Mistura die syrische Delegation leitete, nannte er mich einen Geschichtenerzähler. Diese Geschichte geht wie folgt. Und sie ist sehr, sehr wichtig. Ich werde sie chronologisch erzählen, damit Sie die Botschaft verstehen. Es war im Oktober 2012, also 5 Monate vor irgendwelchen Giftgaseinsätzen in Syrien. Der erste Giftgasangriff fand im März 2013 in Khan al-Asal statt, einer kleinen Vorstadt von Aleppo. Ich spreche also vom Oktober 2012, 5 Monate vor dem ersten Chemieangriff in Khan al-Asal bei Aleppo. I'm talking about September 2012, meaning 5 months before the first chemical attack took place in Khan al-Asal in Aleppo. Einige von denen, die gewöhnlich Aktivisten der syrischen Opposition genannt werden, gründeten und richteten in der Türkei ein Büro ein. Das nannten sie Büro zur Dokumentation des Einsatzes chemischer Waffen.
Dieses Büro erfanden sie und richteten es ein, 5 Monate bevor es in Syrien irgendetwas im Zusammenhang mit Chemiewaffen gab. Und plötzlich gab die OPCW, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, die ihren Sitz in Den Haag in den Niederlanden hat, diesem Nichtregierungszentrum eine beratende Funktion zur OPCW. Sie ließen das Zentrum, das Büro einer Nichtregierungsorganisation, als beratendes Gremium der OPCW in Chemiefragen zu. Wir verstanden nicht, warum die das taten, denn wir rechneten nicht damit, dass 5 Monate später so etwas passieren würde. 5 Monate später griffen sie Khan al-Assal in Aleppo mit Giftgas an und töteten dabei 18 syrische Soldaten. CNN verlor natürlich kein Wort darüber. Aber 18 syrische Soldaten erstickten bei diesem Angriff. Al Jazeera, der Sender aus Katar, verbreitete sofort das Gerücht, die syrische Armee hätte Giftgas eingesetzt. Die syrische Armee hätte sich selbst mit Giftgas angegriffen und 18 ihrer Soldaten vergiftet. Gleichzeitig fand eine Reihe ähnlicher Angriffe in Syrien statt. Ich habe die Namen der Orte. Sie werden Ihnen nichts sagen, deshalb will ich hier nicht in die Details gehen. Carla Del Ponte, die Dame aus der Schweiz, die Mitglied der unabhängigen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zu Syrien war, sagte, es seien die bewaffneten Oppositionsgruppen gewesen, die in dem Angriff auf die Stadt Khan al-Assal in Aleppo die Chemiewaffen einsetzten. Das hat diese Dame gesagt. Und sie wurde sofort entlassen. Dann kommen wir zur Geschichte der roten Linie. Präsident Obamas rote Linie. Es war so, dass ich nach dem Angriff auf Khan al-Assal noch am selben Tag Instruktionen dazu erhielt und 8 Stunden nach dem Vorfall suchte ich das Büro des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, auf. Ich bat ihn darum, der syrischen Regierung dabei zu helfen, A. zu verifizieren, ob in Khan al-Assal tatsächlich chemische Waffen eingesetzt wurden oder nicht, und B. die Täter zu identifizieren. Darum habe ich Ban Ki-moon an dem Tag ersucht. Der Mann war sehr höflich, Sie kennen ihn. Er bat mich um etwas Zeit, um mit den Guten im Sicherheitsrat Rücksprache zu halten. Er besprach sich mit den Guten und kam 2 oder 3 Stunden später zurück, um mir Folgendes zu sagen. Herr Botschafter, sagen Sie Ihrer Regierung, dass ich Ihrem Land bei der Verifizierung helfen werde, um zu beweisen, ob in Aleppo chemische Waffen eingesetzt wurden oder nicht. Aber ich kann Ihnen leider nicht dabei helfen, die Täter zu identifizieren. Er wusste vom ersten Tag an, wer es gewesen war. Aber sie wollten die Identität der Täter nicht offenlegen. Wir sagten, ja, wissen Sie was, Herr Generalsekretär, helfen Sie uns dabei, zu verifizieren, ob Chemiewaffen eingesetzt wurden oder nicht. Er brauchte 4 Monate und 11 Tage. Um uns ein Ermittlerteam zu schicken, geleitet von einem bekannten schwedischen Wissenschaftler namens Dr. Sällström. Er und der Sicherheitsrat brauchten ganze 4 Monate und 11 Tage, um ein Team zu entsenden, das untersuchen sollte, ob in Aleppo Chemiewaffen eingesetzt wurden.
Sie wissen, dass solche Waffen verdunsten. Nach ein paar Tagen kann man sie nicht mehr nachweisen. Sie sind weg. Noch wichtiger, nach 4 Monaten und 11 Tagen war Dr. Sellström in Damaskus. Und Präsident Obama hielt seine Rede, in der er die rote Linie zog, am 20. August. Dr. Sellström war genau zu der Zeit in Damaskus auf dem Weg nach Aleppo, um zu untersuchen, was in Khan al-Assal geschehen war. Er stand noch vor dem Eingang zum Hotel in Damaskus und wollte gerade in seinen Wagen steigen. Da hörten wir plötzlich von einem anderen Chemieangriff in Vororten von Damaskus. Zufällig geschieht plötzlich genau in dem Augenblick ein anderer Chemieangriff in Vororten von Damaskus. Das diente dazu, die Aufmerksamkeit von Khan al-Assal auf einen anderen Ort abzulenken. Denn anfangs wollte niemand überhaupt untersuchen, was in Khan al-Assal geschehen war. Und die beste Möglichkeit, die Aufmerksamkeit abzulenken, bestand darin, an einem anderen Ort Aufmerksamkeit zu erregen. Und wer hat das getan? Lesen Sie dazu zwei sehr bedeutende französische Journalisten, Georges Malruneau und Christian Chesneau, die ein wichtiges Buch über das Thema geschrieben haben. Es heißt »Auf der Straße nach Damaskus – wie der Élysée-Palast Chemiewaffenberichte manipulierte«. In diesem Buch erklären sie, hinter diesem Angriff habe der französische Außenminister Laurent Fabius gesteckt. Es ist ein französisches Buch. Aber CNN wird nie darüber sprechen, es nie erwähnen. Sie werden in den Mainstream-Medien niemals etwas über diese Dinge hören, weil sie bestätigen würden, dass unsere Aussagen zutreffend sind. Und ist es nicht ein Paradox, dass Obama am 20. August diese Warnung ausspricht und seine rote Linie zieht, und dann finden zufällig einen Tag später, am 21., Giftgasangriffe in den Vororten von Damaskus statt? Als würde jemand sagen, Herr Präsident, jetzt haben Sie die Linie überschritten. Sie müssen sie bestrafen. Sie müssen Präsident Assad töten. So wie Ihr Vorgänger Saddam Hussein getötet hat. Ist das nicht seltsam? Würde die syrische Regierung Chemiewaffen einsetzen, während Dr. Sellström in Damaskus ist? Was denken Sie? Ich bedauere, vielleicht habe ich zu lang geredet. Ich werde zusammenfassen. Ich hatte Ihnen gesagt, ich könnte stundenlang darüber sprechen. Ich danke Ihnen allen wirklich sehr dafür, mir diese Gelegenheit gegeben zu haben, einige Inneneinsichten mit Ihnen zu teilen, über Dinge, von denen Sie noch nie gehört hatten. Ich versuche, als Botschafter meines Landes mein Bestes zu geben, um diese Informationen den Medien mitzuteilen, die bei den Vereinten Nationen akkreditiert sind. Aber wissen Sie was? Jedes Mal, wenn ich in den Räumen neben dem Sicherheitsrat das Wort ergreife, wo gewöhnlich zwischen 50 und 100 Reporter aus der ganzen Welt stehen, die als Journalisten und Reporter bei der UNO akkreditiert sind, sobald ich anfange zu reden, verschwinden 50 davon sofort. Denn sie wollen nicht zuhören, sie wollen nicht darüber berichten. Das Entscheidende für sie ist, wenn sie zuhören würden, dann wären sie mehr oder weniger verpflichtet zu berichten. Deshalb ist die beste Methode, die Berichterstattung zu vermeiden, es zu boykottieren und gar nicht da zu sein. Ich sage das, weil viel zu viele Leute, zu viele Botschafter bei den Vereinten Nationen zu mir kommen und sagen, wissen Sie, Bashar, Sie haben recht, Ihre Regierung hat recht, wir kennen die Wahrheit, aber wir dürfen sie nicht sagen. Sie können es, Gott segne Sie, aber wir dürfen sie nicht sagen. Die Maske ist also gefallen, die Wahrheit ist da. Wenn Sie ein wenig graben,
werden sie auf Skandale stoßen, die hier bei den Vereinten Nationen stattfinden. Das ist kein Ort, um Frieden und Sicherheit aufrechtzuerhalten. Es ist ein Ort, um Frieden und Sicherheit zu zertrümmern, um Gesellschaften zu destabilisieren. Es ist leicht, sehr leicht, bei den Vereinten Nationen ein Land zu vernichten. Ich danke Ihnen vielmals. Ich hätte noch viel zu sagen, aber aus Respekt vor dem Publikum möchte ich schließen und Ihnen danken. Erlauben Sie mir noch einmal, der LaRouche-Stiftung zu danken, meinen alten Freunden in New York. Sie machen ihre Sache großartig. Ebenso natürlich dem Schiller-Institut und diesem wunderbaren Publikum. Ich bin Ihnen dankbar. Es tut mir leid, wenn ich überzogen habe. Gott segne Sie. God bless you.